Bürgergeld Regelsatz soll zum 1. Januar 2024 nicht steigen, sondern sinken. Christian Lindner von der FDP fordert Revision, Rückgängigmachung des Bürgergeld-Regelerhöhungssatzes. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, man mag es nicht glauben, in unserer Regierung liegt sozusagen die Angst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts offen zutage. SPD, die Grünen und die FDP streiten sich munter weiter und jetzt fordert die FDP auch von ihrem Spitzenmann Finanzminister Lindner die Senkung des Bürgergeldregelsatzes. Das sind die neuesten Entwicklungen, die wir jetzt haben aktuell zum Thema Sparen, Sparen, Sparen. Denn wir haben ja eine ganz große Lücke im Bundeshaushalt und diese Lücke muss irgendwie geschlossen werden. Und die FDP hat natürlich nichts Besseres zu tun, als bei den Ärmsten von uns allen zu sparen, nämlich von denjenigen, die Bürgergeld bekommen und die wegen Krankheit oder Behinderung zum Beispiel selber nicht arbeiten können. Die sollen sozusagen jetzt die Zeche zahlen, meine Damen und Herren. Und das ist, sagen wir mal, schon ein starkes Stückchen aus dem Tollhaus. Die FDP stellt ja sozusagen ihre eigene Politik in Frage, denn sie hat ja die Bürgergeld, also diese Regelsatzerhöhung mitgetragen. Also von der Seite her kann ich das jetzt hier alles gar nicht verstehen. Und vor allen Dingen, wir haben ja ein Problem. Also zum einen sollte die FDP zu ihren eigenen Beschlüssen stehen. Wenn sie das nicht kann, dann muss sie aus der Koalition austreten und die Regierung muss beendet werden. Dann kann man sicherlich mit einer anderen Regierung vielleicht oder vielleicht wird dann eine andere Regierung hier andere Antworten finden. Aber, meine Damen und Herren, die Senkung des Regelsatzes zum Bürgergeld, was jetzt zum 01.01.2024 ja auch für große Aufregung gesorgt hat, wäre ein Angriff auf das Existenzminimum. Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was dann passieren würde, wenn das kommen würde. Dann würde ein Klageverfahren losgehen, was ungeahnte Folgen haben würde. Das ganze Ding geht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Zumal ja das Bundesverfassungsgericht auch schon die Ursache dafür gesetzt hat, dass es zur Bürgergelderhöhung überhaupt gekommen ist. Dazu gibt es nämlich ein entsprechendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Bundesregierung umsetzen musste und hier eine praktisch Dynamisierung in den Regelsätzen reingebracht hat, sodass wir jährlich Anpassungen des Bürgergelds haben werden, meine Damen und Herren. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel dem CDU-Wirtschaftsrat, der die Sozialleistungen in Deutschland zertrümmern will und hier die Zwangsarbeit für Bürgergeldempfänger einführen will, was ja verfassungsrechtlich überhaupt nicht erlaubt ist. Der Wirtschaftsrat behauptet zum Beispiel, also die Präsidentin Astrid Hamker sagt zum Beispiel, dass Bürgergeldeinführung, Bürgergelderhöhung, Einführung der Kindergrundsicherung seien die wahren Ursachen für die Finanzprobleme. Die vom Grundgesetz vorgeschriebene Sicherung des Existenzminimums bezeichnet sie als Sozialgeschenke, ebenso wie die Rechtsextremisten fordert Hamker Zwangsarbeit für Menschen, die vom Bürgergeld abhängig sind. Meine Damen und Herren, das ist rechtlich hier nicht möglich. Da sage ich schlicht und ergreifend als Sozialrechtler, Zwangsarbeit können wir in Deutschland nicht einführen. Da gibt es einen Artikel 12 im Grundgesetz, der das verbietet. Und es muss auch klar sein, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Existenzminimum eingehalten werden müssen. Hier kann nicht jeder machen in der Politik, was er will, sondern wir haben auch den Respekt vor diesem höchsten Gericht. Und wir müssen hier letzten Endes vorsichtig sein mit solchen Forderungen. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass zum 1. Januar 2023 das Bürgergeld auf jeden Fall so gezahlt wird, wie es jetzt geplant wurde, wie es gesetzlich umgesetzt worden ist. Im Übrigen wissen wir ja auch,
das Ende des Monats Dezember 2023 das Bürgergeld vorschüssig gezahlt wird. Das heißt also, alle Bürgergeldempfänger in Deutschland werden sich über die erhöhten Regelsätze zum 01.01.2024 freuen dürfen. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.